Leute, es ist soweit, der jährliche Zeichenwechsel von Jupiter steht an. Jupiter wird vom 2.12.2019 bis zum 19.12.2020 durch den Steinbock laufen. Jupiter verläuft in einem 12-Jahres-Zyklus. Das vorangegangene Mal ist er von Ende 2007 bis Anfang 2009 durch den Steinbock gelaufen. Also das ganze Jahr 2008 befand sich Jupiter im Steinbock. Es macht immer Sinn, mal zurückzuschauen und sich zu überlegen, was beim vorherigen Transit von Jupiter durch den Steinbock in unserem persönlichen Leben, aber auch auf weltlicher Ebene passiert ist. Und gerade auch diejenigen von euch, die ihr Horoskop nicht kennen, können daran dann vielleicht erahnen, welcher Lebensbereich hier für sie persönlich betroffen ist. Denn für uns alle läuft Jupiter zwar durch das gleiche Zeichen, also sprich durch den Steinbock, für uns alle kann er aber durch ganz unterschiedliche Häuser laufen und dementsprechend hier auch ganz unterschiedliche Lebensbereiche in den Fokus rücken. Jupiter wird hier im Steinbock interessante Aspekte bilden. Er wird hier drei harmonische Sextile zu Neptun in den Fischen bilden und er wird auch drei Konjunktionen zu Pluto im Steinbock eingehen. Pluto läuft bereits seit 2008 durch den Steinbock, also seit dem Jahr, in dem halt auch der vorherige Transit von Jupiter durch den Steinbock stattfand. Dementsprechend ist es ganz besonders interessant, was sich halt in den vergangenen 12 Jahren getan hat. Und im Steinbock geht es um gesellschaftliche Strukturen. Im Steinbock geht es um Autoritätsfiguren, um Elternfiguren, um Machthaber, also zum Beispiel große Politiker, Chefs, Vorgesetzte, Menschen, die in irgendeiner Weise einen großen Einfluss haben, im globalen Sinne, also weltlich gesehen, aber auch in unserem persönlichen Leben. Im Steinbock geht es darum, dass man sich ein Ziel setzt und dass man halt auch alles daran setzt, dieses Ziel zu erreichen. Der Steinbock symbolisiert einen Bergsteiger, also jemand, der ein weit entferntes Ziel vor Augen hat und der mit Disziplin und Ausdauer darauf hinarbeitet, dieses Ziel zu erreichen. Wir haben nun in den vergangenen Jahren gesehen, wie viele Menschen in Machtpositionen ihre Position ordentlich missbrauchen. Wir haben also immer mehr Misstrauen hier entwickelt gegenüber Menschen, die sich in einflussreichen Positionen befinden. Ein Skandal hat hier den nächsten gejagt und da es bei Jupiter um Sinnfindung geht, sollten wir uns mal fragen, was uns das sagen soll. Ja, dass es halt so viele Menschen gibt, die halt mit Hilfe von dunklen Machenschaften sich hocharbeiten oder aber auch versuchen, ihre Position durch Machtmissbrauch, durch Ausbeutung, durch Kontrolle zu erhalten. Und ich glaube nicht, dass das früher unbedingt anders war. Also wenn wir auf die Geschichte zurückblicken, dann sehen wir ja, dass es da natürlich auch sehr viele Menschen gab, die ihre Machtposition ausgenutzt haben. Aber heute ist es natürlich vollkommen anders, denn durch die Medien haben wir hier natürlich viel mehr Möglichkeiten, uns zu informieren oder die Dinge werden auch leichter offengelegt. Und darum geht es halt auch mit Pluto im Steinbock, denn Pluto symbolisiert Geheimnisse, das, was sich hinter den Kulissen abspielt, das, was sich im Verborgenen abspielt. Und Pluto im Steinbock, im Zeichen der Öffentlichkeit, ja, bringt hier halt viel Skandalöses, Geheimgehaltenes an die Oberfläche. Und
Ich persönlich glaube, dass uns das halt diese ganzen Negativbeispiele, die wir in diesen Jahren nur allzu deutlich sehen, halt auch aufzeigen sollen, wie man es am besten nicht machen sollte. Ja, so damit wir halt kollektiv gesehen eine ganz andere Einstellung zu Macht bekommen, wie man mit Macht umgeht, dass wir eine andere Einstellung zu Karriere, zu Erfolg bekommen, worum es im Steinbock geht. Jupiter symbolisiert Optimismus, Glauben, Hoffnung, hohe Ideale, Freiheit, Toleranz, Großzügigkeit. Der Steinbock hingegen symbolisiert harte Arbeit, wie gesagt, Disziplin, Ausdauer, Sparsamkeit. Wie gesagt, man sollte hier immer an diesen Bergsteiger denken, der sich auf einen langen Weg macht. Und wenn man sich auf einen langen Weg macht, muss man natürlich ganz anders auch mit seinen Ressourcen haushalten, als wenn man einen kurzen Weg vor sich hat. Im Steinbock geht es nicht um den schnellen Sprint, hier geht es um einen Marathon. Hier geht es also um die Dinge im Kleinen wie im Großen, also sei es in unserem persönlichen Leben oder aber auch weltlich gesehen, wo wir halt uns wirklich bemühen, wo wir mit Ausdauer am Ball bleiben. Und mit Jupiters Transit durch den Steinbock können wir in diesen Jahren nun ganz besonders deutlich sehen, wo sich unsere Bemühungen lohnen, ja, so wo wir halt lange investieren, wo wir viel geben, wo wir unser Möglichstes geben, um bestimmte Ziele zu erreichen. Ebenso werden wir halt genauso deutlich sehen können, wo wir auf Hindernisse stoßen. Denn im Steinbock geht es, wie gesagt, auch um Hindernisse. Da es bei Jupiter um Sinnfindung geht, sollten wir uns bei aufkommenden Hindernissen hier immer fragen, was dieses Hindernis uns mitteilen möchte. Also ob es darum geht, einen Weg zu finden, dieses Hindernis zu überwinden, oder aber ob dieses Hindernis uns vielleicht eine Warnung sein will, ob dieses Hindernis uns eventuell aufzeigen möchte, dass wir uns auf einem falschen Weg befinden oder aber, dass wir im Begriff sind, einen falschen Schritt zu unternehmen. Im Steinbock geht es darum, jeden Schritt zu überdenken, also jeden wichtigen Schritt natürlich, dass man hier mit Vorsicht und mit Überlegung an die Dinge herangeht. Hier geht es darum, die Dinge Schritt für Schritt langsam und mit Bedacht anzugehen. Hier geht es darum, sich die Dinge in Etappen zu unterteilen. Ja, also es ist immer sinnvoll, sich diesen Bergsteiger vor Augen zu halten. Und wenn man am Fuße eines großen Berges steht, dann ist das natürlich äußerst hinderlich, wenn man sich hier von vornherein sagt: Mein Gott, ist das ein riesiger Berg, das schaffe ich ja nie, diesen Berg zu erklimmen. Also wenn man sich von vornherein versucht, den ganzen Weg klar zu machen, ja, dann ist das, kann einen das erschlagen. Und deshalb ist es hier so wichtig, sich zwar Ziele zu setzen, sich aber gleichenfalls bewusst zu machen, was ist der erste wichtigste Schritt, den ich unternehmen muss auf meinem Weg. Was ist dann der zweite Schritt? Was ist der dritte Schritt? Also, dass man sich hier nicht erschlagen fühlt und dann eventuell gar nicht erst mit der Arbeit anfängt, ja? Und deshalb ist es hier so wichtig, die Dinge Schritt für Schritt anzugehen und sich halt größere Arbeiten in Etappen zu unterteilen. Und auf jeder Etappe, auf
der man sich befindet. Also jede Stufe, die man hier erklimmt, auf jeder Stufe sollte man sich dann vergewissern, stehe ich hier richtig, stehe ich hier sicher. Hier ist es immer wichtig, nicht nur nach vorne zu schauen, sondern auch immer mal wieder seinen Weg zurückzuverfolgen, damit man halt sieht, welche Fehler man bisher eventuell gemacht hat, was man aus den jeweiligen Fehlern lernen kann, wo man vielleicht falsch abgebogen ist, wo man eventuell wertvolle Chancen verpasst hat oder aber wo man vielleicht auch eine Abkürzung beim nächsten Mal nehmen könnte, ja. Und deshalb ist im Steinbock eine langsame, bedachte Vorgehensweise so wichtig. Im Steinbock geht es mit Jupiter im Steinbock um eine praktisch angewandte Spiritualität. Jupiter symbolisiert Spiritualität, Glauben, große Vision, ja, große Wünsche. Und ich denke mal, jeder von uns kennt das, dass das eine Sache ist, über Spiritualität zu sprechen oder über Spiritualität zu lesen, dass es eine vollkommen andere Sache ist, das dann auch im Alltag zu leben, das wirklich real umzusetzen. Und genau darum geht es im Steinbock. Der Steinbock ist ein Erdzeichen. Hier geht es um Realitätssinn. Hier geht es um Pragmatismus. Und für den Steinbock zählen die ganz konkreten Ergebnisse, ja. Und hier muss es sich nicht unbedingt nur natürlich um eine spirituelle Entwicklung handeln, auch jede andere Entwicklung, wo es halt um ein Idealbild geht, wo es um einen großen Wunsch geht, ist hier betroffen von diesem Transit. Also hier geht es immer darum, bestimmte Ideale, Wünsche auf das Machbare zu überprüfen. Hier geht es darum, intuitive Eingebungen zu versuchen, mit Fakten zu untermauern, ja, also mit Fakten zu bestätigen. Hier geht es darum, dass man, wie gesagt, versucht, einen Sinn in aufkommenden Hindernissen zu erkennen, ja, und dass man sich halt nicht dadurch bestraft fühlt, denn der Steinbock wird von Saturn beherrscht. Saturn ist als ein strenger Lehrer bekannt und dementsprechend können wir halt auch im Steinbock besonders hart mit uns ins Gericht gehen oder natürlich auch mit anderen. Und das Interessante ist, dass Saturn, der Herrscher des Steinbocks, so wie auch Jupiter, beide Lehrer symbolisieren. Sie symbolisieren aber beide ganz unterschiedliche Lehrer. Während Saturn ein sehr strenger Lehrmeister ist, ist Jupiter ein sehr fördernder, ein sehr wohlwollender Lehrer. Ja? Und hier kommt es mit Jupiter im Steinbock sehr stark drauf an, was wir persönlich für ein Vaterbild, ein Lehrerbild integriert haben. Also haben wir einen inneren, sehr strengen Vater oder haben wir einen inneren wohlwollenden Vater. Also ein ganz simples Beispiel wäre jemand, der Klavier spielen lernt. Hier kann man auf zwei ganz unterschiedliche Arten Klavier spielen lernen. Man kann hier einen sehr strengen Lehrer haben, der einem bei jedem falschen Ton irgendwie auf die Finger klopft und der einen durchgehend kritisiert und einen auf diese Art motiviert, besser zu werden. Man kann aber auch einen sehr wohlwollenden Lehrer haben, der einen auf eine wohlwollende Art motiviert, ja, und beides hat in gewisser Weise seine Vor- und Nachteile, ja, denn wenn wir allzu wohlwollend mit uns selbst oder auch als Eltern zum Beispiel mit Kindern umgehen, dann, ja, kann es durchaus sein, dass
die Kinder dann keine Lust haben, zur Schule zu gehen oder aber auch übertragen auf uns als Erwachsene. Also, dass wir uns dann zu wenig bemühen, ja, wenn wir zu streng mit uns selbst oder als Chef mit Angestellten, als Politiker mit dem Volk, als Eltern mit Kindern umgehen, kann es entweder zur Verweigerung kommen, es kann zur Rebellion kommen, oder man hat ein Volk von lauter verängstigten Menschen oder halt extrem depressive Kinder, wenn es sich hier um eine Eltern-Kind-Beziehung handelt. Ja? Und die Astrologie ist ja eine Symbolsprache, dementsprechend können wir das hier auf die unterschiedlichsten Lebensbereiche übertragen. Also auch natürlich auf die Beziehung zu uns selbst. Also wenn wir ein bestimmtes Ziel erreichen wollen, sind wir hier übermäßig streng zu uns, sind wir hier übermäßig kritisch zu uns oder aber sind wir vielleicht viel zu lasch, sind wir vielleicht viel zu großzügig. Und die große Chance mit Jupiter im Steinbock besteht halt darin, dass wir hier eine gute Mitte finden, ja, also dass wir uns durchaus bemühen und dass wir aber halt auch nicht zu streng und kritisch mit uns umgehen. Hier geht es darum, dass wir uns fragen, in welchem Bereich wir mehr Verantwortung übernehmen sollten. Der Steinbock ist das Zeichen des Erwachsenen. Hier geht es darum, wofür wir verantwortlich sind. Hier geht es darum, dass wir selbst, zum Beispiel, da der Steinbock auch Elternfiguren symbolisiert, Verantwortung für unsere Kinder übernehmen oder aber als Chef Verantwortung für unsere Angestellten übernehmen, als Politiker Verantwortung für das Volk übernehmen. Hier geht es auf der anderen Seite aber auch darum, sich zu fragen, wann man gerade dadurch Verantwortung übernimmt, dass man Verantwortung abgibt. Also wenn wir hier an eine Eltern-Kind-Beziehung denken, müssen Eltern natürlich auch altersgerecht ihren Kindern Verantwortung übergeben können. Ja, oder auch ein Chef muss natürlich Verantwortung delegieren können. Hier geht es darum, uns zu fragen, wo wir uns selbst oder anderen mehr Grenzen setzen wollen oder aber wo wir hier Grenzen vielleicht auch erweitern wollen. Der Steinbock symbolisiert Grenzen, ja, und auch hier ist es wichtig, uns zu fragen, ob wir hier vielleicht zur Übertreibung neigen oder aber, ob wir hier vielleicht zu lasch, zu offen sind, ja. Hier geht es darum, uns zu fragen, welche Traditionen erhaltenswert sind. Im Steinbock geht es um Tradition oder aber an welche Traditionen wir vielleicht wieder anknüpfen wollen. Also zum Beispiel, und das ist natürlich nicht in dem Sinne eine Tradition, aber im Steinbock geht es um das Althergebrachte. Zum Beispiel höre ich immer und immer wieder, sei es im Privatleben oder auch im beruflichen Bereich, in der Arbeit mit meinen Klienten, wie viele Katastrophen in Beziehungen zustande kommen, wenn die Menschen ihre Kommunikation hauptsächlich über das Internet führen. Also wenn dann zum Beispiel in einer Beziehung über WhatsApp wichtige Gespräche geführt werden, anstatt dass man hier direkt miteinander spricht oder zumindest miteinander telefoniert. Also wo ist es sinnvoll, den Fortschritt, in dem Zusammenhang halt auch den technischen Fortschritt, durchaus zu nutzen? Und wo ist es sinnvoll, vielleicht wieder ein paar Schritte zurückzugehen und halt durch die Erfahrung, die man hier gesammelt hat, dann auch zu erkennen, okay, für manche Sachen ist das Internet wirklich nicht geeignet. Hier können viel zu viele Missverständnisse entstehen, wenn wir hier wichtige Gespräche per WhatsApp abhalten.
Wir telefonieren jetzt miteinander oder wir treffen uns für dieses wichtige Gespräch. Ja, das ist nur ein Beispiel von vielen möglichen, wo es darum geht, sich zu fragen, wo man vielleicht an etwas Altes wieder anknüpfen möchte. Hier geht es darum, die eigene Arbeitsmoral zu hinterfragen. Im Steinbock geht es um Arbeit, Beruf, Berufung, Karriere. Hier geht es darum, dass wir uns fragen, wo wir vielleicht mehr tun sollten, mehr Disziplin aufbringen sollten, die Dinge vielleicht auch strukturierter angehen sollten oder wie anfangs angesprochen, mehr in Etappen angehen sollten, wo wir uns auf der anderen Seite aber vielleicht auch zu viel aufladen oder aber auch aufladen lassen. Ja, im Steinbock können wir uns unter Umständen auch zum Packesel machen lassen. Und dann, weil wir vielleicht in dem Büro, in dem wir arbeiten, die verantwortungsvollsten sind, wird uns dann von allen anderen Kollegen immer alle mögliche Arbeit aufgeladen, ja, und in dem Zusammenhang wären dann die steinböckischen Grenzen natürlich wieder ganz besonders wichtig. Grenzen, die man sich selbst gegenüber setzt, die man aber auch dann in dem Fall anderen setzen müsste. Hier geht es auf der anderen Seite darum, sich zu fragen, ob man vielleicht zu viel Ergebnisse für zu wenig Bemühungen erwartet, ja, denn gerade heutzutage wird uns ja oft weisgemacht in den Medien, die Dinge könnten so einfach aus dem Handgelenk geschüttelt werden, ja, und von daher werden uns hier vielleicht manchmal einige Flausen in den Kopf gesetzt. Und im Steinbock müssen wir dann oft erkennen, wie viel anstrengender und wie viel schwieriger viele Dinge in der Realität dann letztlich zu meistern sind. Hier geht es darum, dass wir uns fragen, wann wir Gefahr laufen, entgegen unserer Integrität zu handeln. Im Steinbock geht es um Integrität. Hier geht es darum, Rückgrat zu zeigen. Hier geht es darum, den eigenen Prinzipien treu zu bleiben. Ja, und gerade wenn man zum Beispiel im beruflichen Bereich ein hohes Ziel hat, wird die Integrität natürlich auch immer wieder auf den Prüfstand gestellt. Denn wenn man hier zu schnell vorwärts kommen möchte, ja, dann muss man durchaus seine Integrität opfern. Es wird so oft behauptet, Geld verdirbt den Charakter. Es ist nicht das Geld, was den Charakter verdirbt. Es ist das, was viele Menschen bereit sind zu tun für Geld und was ihnen auf dem Weg nach oben so alles widerfährt, das ist das, was den Charakter tatsächlich verderben kann. Und deshalb ist es im Steinbock so wichtig, den Weg langsam, Schritt für Schritt und wohl überlegt anzugehen. Hier geht es darum, sich ein dickes Fell wachsen zu lassen im Steinbock, ja? Denn wenn wir in einem bestimmten Bereich hoch hinaus wollen, wenn wir hier weit kommen wollen, dann können wir auch durchaus mit Menschen rechnen, die mit uns konkurrieren wollen, die uns niedermachen wollen, die uns vom Thron stoßen wollen, ja. Und von daher ist es ganz wichtig, dass wir uns im Steinbock ein dickes Fell zulegen. Auf der anderen Seite, jedes Zeichen spielt sich auf einem Spektrum ab, sollte man sich hier immer fragen, handelt es sich tatsächlich um ein dickes Fell oder bin ich hier dabei zu verhärten
abzustumpfen, zu erkalten, denn das wären die Schattenseiten vom Steinbock. Ja, der Steinbock symbolisiert eine Ellenbogengesellschaft und dementsprechend kann man dann natürlich, je nachdem, in welchem Bereich man sich hier befindet und wie weit man hier kommen will, kann man hier unter Umständen auch sehr hart werden, sehr kalt werden. Ja? Und von daher sollte man sich hier immer fragen, habe ich mir auf eine gesunde Art ein dickes Fell zugelegt oder aber gehe ich hier ins andere Extrem? Hier geht es, wie gesagt, um Ausdauer und Geduld im Steinbock. Und von daher werden wir nun gerade auch mit Jupiter, dem großen Wohltäter im Steinbock, in den Bereichen belohnt im Jahr 2020, in denen wir halt viel Ausdauer eingebracht haben, in denen wir viel investiert haben. Und natürlich heißt das nicht, dass man jetzt nichts Neues anfangen kann. Also diejenigen von euch, die sich gerade im Umbruch befinden, die beabsichtigen, die Karriere zu wechseln, ja, die können nun natürlich auch etwas ganz Neues anfangen und dann in dem Zusammenhang hier halt auch diese genannten Steinbock-Themen berücksichtigen. Liebe Leute, wie immer gäbe es so viel mehr zu sagen, aber ich belasse es mal an dieser Stelle. Ihr könnt euch gerne persönlich von mir beraten lassen. Ich führe Sitzungen via Skype oder auch telefonische Sitzungen durch. Ich erstelle Aufnahmen zu Geburtshoroskopen, zu Partnerschaftshoroskopen, zu Kinderhoroskopen, zu eurer persönlichen Zeitqualität, also eine Prognose, auf Anfrage auch zu ganz speziellen astrologischen Themen. Ich arbeite mit Tarot und mit der Numerologie. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne auf meine Webseite gehen und euch dort über meine Arbeit informieren. Ihr könnt auch gerne immer wieder auf meinem Blog vorbeischauen, auf dem ich mich dann zwischendurch immer wieder in schriftlicher Form zur aktuellen Zeitqualität melde und auf dem ich natürlich auch einen Text zum Transit von Jupiter im Steinbock gepostet habe, den ihr dort gerne lesen könnt. Und wie immer freue ich mich auch selber über Spenden für meinen YouTube-Kanal und bedanke mich ganz herzlich bei denjenigen von euch, die gespendet haben. Und bei allen bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche uns allen einen erfolgreichen Transit von Jupiter durch den Steinbock. Bis bald, ciao!